herzlich willkommen bei Andreas Trienbacher, Personal aus Karlsruhe. Heute mit einem sehr interessanten Thema, und zwar das Thema Darmprobleme. Bei mir ist es so, ich arbeite seit 30 Jahren in der Ernährungsberatung. Ich habe natürlich bekomme immer Ernährungsprotokolle von meinen Kunden. Bevor sie zur Beratung kommen, sollen sie erstmal ein Ernährungsprotokoll ausfüllen. Und da stellt sich bei mir eins raus, und zwar, das häuft sich gerade in den letzten 10 Jahren, häuft sich, dass da immer mehr im Beschwerdebild drinsteht, Magen, vor allem Darmprobleme. Von der Glutensensibilität, Fructoseintoleranz, Laktoseintoleranz, Zöliakie, das sind also ganz viele Dinge, die da zwischenzeitlich drinstehen. Jeder Dritte ist zwischenzeitlich mit dieser Art von Beeinträchtigung konfrontiert. Jetzt stellt sich natürlich für mich die Frage, woher kommt das? Ich bin natürlich da in den Beratungsgesprächen, frage ich schon nach, wie schaut es aus, Berufsbild, wie schaut es aus, was haben wir von Stress, was haben wir von mentalen Stress, was haben wir von körperlichen Stress, weil der körperliche Stress zweitrangig ist, aber der mentale Stress. Und da ist ein Anteil drin begraben, Darm ist sehr sensibel, ihr kennt das selber, wenn eure Frau vielleicht mal sehr aufgeregt ist, muss sie eher mal auf Toilette, gibt es auch bei Männern, weil der Darm natürlich darauf reagiert. So, das ist eine Geschichte, das ist diese mentale Geschichte, frage ich mich immer nach. Das ist eine Ecke, und da gibt es auch viele, die damit etwas Probleme haben. Dann gibt es aber einen großen Anteil, wo ich nachfrage, wo sich herausstellt, dass das Ernährungsverhalten in den 10, 15, 20 Jahren nicht gut war, also nicht artgerecht, nicht gesund. Das heißt, es wurde unregelmäßig gegessen, es wurde zum Teil eben sehr stark industrialisiert gegessen, es wurde zum Teil sehr viel Fastfood, es wurden auch Süßigkeiten gegessen, Alkohol getrunken. Also alles Dinge, die normalerweise in der Natur so in dieser Konzentration nicht vorkommen. Was meine ich damit? Industrialisierte Ernährung ist natürlich immer ein Stück weit damit behaftet, dass da natürlich auch Geschmacksverstärker drin sind, Stabilisatoren, Konservierungsstoffe, also eine Vielzahl von Fremdstoffen, mit der der Darm konfrontiert wird. Und diese Vielzahl von Fremdstoffen, die kommen so in der Natur nicht vor. Das heißt, der Darm wird hier konfrontiert mit Dingen, die er normalerweise nicht kennt, beziehungsweise das Grundsystem des Menschen erst in den letzten 20, 30, 40 Jahren damit konfrontiert wird. Die einzelnen Inhaltsstoffe sind natürlich auch zum Teil erforscht und dann ab einer gewissen Menge als unbedenklich eingestuft. So, jetzt kommt aber die andere Frage, inwieweit entstehen hier Kreuzwirkungen zwischen den einzelnen Stabilisatoren, Geschmacksverstärkern, Konservierungsstoffe und so weiter und so fort. Das ist die große Frage. Was jetzt meine Frage an euch ist, kennt irgendjemand eine Studie darüber? Wurde da schon mal eine Studie darüber betrieben? Weil ich habe noch keine gefunden. Mich wird es brennend interessieren, weil meine Vermutung ist, dass der Darm bei vielen Menschen übersensibilisiert ist, da die Darmflora eben nicht mehr in dem Sinn funktioniert, wie sie funktionieren sollte, weil sie eben von außen die ganze Zeit mit Fremdstoffen konfrontiert wird, in einer Menge, in einer Häufigkeit, auch vielleicht in Kreuzwirkungen, was die Darmflora definitiv nicht verträgt. Viele Menschen essen eben nicht artgerecht, viel zu viel industrialisierte Ernährung, und da ist meine Vermutung, dass der größte Anteil genau daher kommt. Zusätzlich natürlich, klar, gibt es noch Menschen, die sehr viel Stress haben, zu Stress neigen, mentalen Stress, jetzt die Kombination aus Stress und eben aus schlechter Ernährung. Genau, so sehe ich das. Das ist meine Vermutung, und das habe ich auch in meinen Beratungsgesprächen so rauskristallisiert. Und jetzt kommt ihr zur Frage, wenn jemand da draußen von euch eine Studie kennt, lasst mich wissen, schickt mir einen Link, ich würde mal gerne nachlesen. Das war's, Andreas Trienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, bekannt auch als Mr. T.